So. So, deine Stat ich habe mir meine Statistik aufgeschrieben. Nee, hab ich nicht. Kannst du mich mal loben? Sehr gut, Jana. Ich bin Danke. sehr stolz auf dich. Soll ich mal anders anfangen als mit Hallo, ihr Lieben? Von mir aus? Zum Beispiel mit Halli, Hallo, Hallöchen? Ja, was tust du den ganzen Tag an? Was gibt es denn noch außer Hallo? Good morning in the morning. Guten Tag. Moin. Servus. Servus, Grüezi und Hallo. Ciao. Ein buchiges Hallo. Oh. Okay. Hallo, ihr Lieben. Wir sind heute zurück mit unserem Lesemonat Oktober. Korrekt? Ja, Yes. okay. Lesemonat Oktober. Und wie war denn der Oktober bei dir? Besser. Ja, Ja, endlich. endlich. Davor war ja irgendwie alles so ein bisschen zäh für meinen Geschmack. Aber diesen Monat, also letzten Monat, war es endlich mal wieder ein bisschen mehr. Ich habe sehr Schön. wenig Fantasy gelesen. Komisch für dich. Komisch für mich. Sehr viel, wie nennt sich das? Romance? Was denn Romance-Stimmung? Romantisch. Sechs Bücher habe ich auf jeden Fall gelesen. Boah, nicht Ja, schlecht. ja. Sechs Bücher. Davon bin ich weit entfernt. Was war es bei dir so? Ich hatte ein Buch gelesen. So im Oktober und eins gehört. Sind ja schon zwei. Sind schon zwei, genau. Aber hier liegen zwei. Ja, weil ich das Hörbuch als normales Buch habe. Weil das auch ein Rehearing Ah. Clever, Ja. cool. Zur Vorbereitung eigentlich auf ein Rachebuch. Ach, Willa hast du gelesen. Ja, gehört, genau. Direkt, Und sogar direkt. auf Englisch gehört. Wow. Ja. Sehr gut. Das mit der Rache, da haben wir auch nur noch im November Zeit für, ne? Ja. Läuft auch richtig gut bei mir, muss ich sagen. Ja. Für mich ist Bei es dir ja nur so? eins. Das musst du ja auch lesen. Das müssen wir im Buddy Read lesen. Toll. Oder wir lesen es einfach alleine. Ja, wir können es auch im Buddy Read lesen. Gucken wir mal, wie es im November so läuft. Ja, ich habe auf jeden Fall im Oktober noch Fahnen gelesen. Deswegen habe ich eigentlich noch ein Buch gelesen, aber das zählt ja nicht mit rein. Amari Teil 2. Kommt im Oh, Dezember. es ist ja schon nächsten Monat ist schon Weihnachten. Ja, auch Nächsten das. Monat habe ich schon Geburtstag. Auch das, ja. Juhu. Ich habe schon angefangen, Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Schön. Möchtest du anfangen? Ich fange an, ja. Also ich habe auf jeden Fall insgesamt sechs Bücher gelesen. Das waren 2733 Seiten. Wie viele Seiten waren es bei dir? Also da meine App ja irgendwie nicht hergibt, was ich so an Hörbuch gehört habe, stehen bei mir nur 464 Seiten gelesen. Ah ja. Okay, ich fange an. Ich habe auch, nee, gar nicht wahr. Gestartet habe ich mit dem einzigen Fantasy-Buch, was ich gelesen habe. Sorcery of Thorns von Margaret Sorcery Rogerson. of Thorns. Sorcery of Thorns von Margaret Rogerson und bei McElderry Books erschienen. Das habe ich im Neuzugänge-Video schon in die Kamera gehalten und auch schon kurz erzählt. Im Oktober habe ich es auf jeden Fall gelesen. Es geht um Elizabeth, die als Findelkind in einer der großen Bibliotheken aufwächst und da als, wie nennt sich das? Apprentice. Azubi. Ja, genau. Arbeitet. Und das sind aber keine normalen Bibliotheken, wo einfach irgendwelche Bücher drin stehen, sondern in diesen Bibliotheken werden die Grimoires dieser Welt unter Verschluss gehalten. Das sind also so magische Bücher, die auch so eine Art Seele haben. Die können irgendwie flüstern und sprechen und sich bewegen. Und teilweise sind die halt auch bösartig und müssen irgendwie in Ketten gelegt und bewacht werden und solche Sachen. Und eines Tages oder eines Nachts befreit sich eins von diesen Grimoires oder es wird freigelassen und verwandelt sich in ein böses Monster und greift alle möglichen Leute an und es kommt zu einem großen Schaden und Elizabeth wird vorgeworfen, dass sie daran schuld wäre, dass sie dieses Buch freigelassen hat und
Ja, weil das nicht stimmt, versucht sie herauszufinden, was wirklich passiert ist und schließt sich deshalb mit dem Zauberer Nathaniel Thorne zusammen, um mit ihm und seinem Dämonendiener Silas herauszufinden, was da wirklich vorgefallen ist, obwohl sie eigentlich weiß, dass Zauberer böse sein sollen immer. Und die drei arbeiten dann zusammen und kommen einer großen Verschwörung auf die Spur. Und das war super schön. Ich habe das total gerne gelesen. Es war ganz niedlich. Ich mochte diese Welt. Es ist ja so wieder dieses typische in Bibliotheken und so, ne, diese Ja. Stimmung, die da immer entsteht. Das mag ich total gerne. Und ich mochte diese Grimoire-Idee, dass die irgendwie Seelen haben und man mit denen kommunizieren kann und die alle unterschiedliche Persönlichkeiten haben und so. Das fand ich irgendwie sehr gelungen und Ist halt auch was für Bücherliebhaber, ne? genau, Dieser, ja. dieses ganze Setting. Ja. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ging auch total schnell. Und auf Englisch hast du es Und auf gelesen. Englisch habe ich gelesen. Ich habe aber dann gesehen, dass es das auch auf Deutsch gibt. Der dunkelste aller Zauber heißt das, meine ich, und ist bei CBJ erschienen. Ich weiß jetzt aber gerade nicht, wer es übersetzt hat. Schande auf mein Haupt. Blenden wir dann ein. Vielleicht. Genau. Habe ich nicht letztens noch gesagt, dass so viele Nathaniel heißen in Ja, irgendwelchen ich Büchern? glaube bei dem Neuzugang-Video, du Ja. meintest irgendwie Auch die die Bösen auch. Bösewichte. Ja, aber ich habe ein Buch gelesen, da hieß auch jemand Nathaniel, aber es war nicht der Böse. Und das, also, ich halte jetzt dieses Buch nochmal in die Kamera. Also Willa of the Wood, Das Geheimnis der Wälder von Robert Beatty, bei KJB erschienen und von Sabrina Sandmann übersetzt. Das habe ich letztes Jahr schon mal gelesen und konnte mich an nichts davon erinnern, außer dass es in den Wäldern spielt, aber das ist ja auch am Cover zu sehen. Und weil jetzt Willa of the Wood Teil 2 auf meiner Rache gelandet ist, habe ich gedacht, wäre vielleicht nicht schlecht, wenn ich mir Teil 1 nochmal in Erinnerung rufen würde. Und habe es dann gehört, aber auf Englisch diesmal, um dann auch mal zu gucken, so, Wie das Englisch so ist. ja, wie das Englisch so ist und ob ich überhaupt auch englische Hörbücher hören kann, weil das habe Ach ich, glaube so. ich, bis jetzt noch nicht ausprobiert. Und? Ging gut, fand ich. Cool. Die Les also, die hat auch sehr langsam vorgelesen. Gelesen wurde das von Emily Rankin und hat 10 Stunden 16 Minuten gedauert. Ja, aber die hat sehr langsam vorgelesen. Und ich konnte super folgen. Cool. Problem ist, dass ich das ganz oft abends dann anstelle, um einzuschlafen oder auch um das Schnarchen von meinem Mann zu übertönen. Das Schlimme dabei ist, man schläft ja ein und Ja. dann muss man am nächsten Tag wieder ein bisschen zurückspulen. Und in dem Fall war es aber ja auch nicht schlimm, weil ich das ja wirklich nur gehört habe, um mir die Geschichte nochmal in Erinnerung zu rufen. Und also, mein Gedächtnis hat schon so die Lücken aufgefüllt, Ja, ja. ich finde, ich höre eigentlich auch total gerne Hörbücher zum Einschlafen, aber ich habe genau das Problem, ich kriege nichts mit. Und ich weiß auch immer nicht so genau, ab wann ich nichts mehr mitkriege, ne? Weil das ja so irgendwie so ein schleichender Übergang ist manchmal. Ja. Deswegen finde ich das immer sehr anstrengend. Ja, ich finde vor allem das auch anstrengend, am nächsten Tag immer wieder zurückzustellen, weil ich dann nicht weiß, so, habe ich das jetzt schon gehört oder Ja, nicht? Irgendwie ja. kommt mir das bekannt vor und dann auch wieder nicht. Also, es ist Ja. ganz schwierig. Ja, worum es hier geht auf jeden Fall. Es geht um ein Volk, die heißen die Faerun und die leben im Wald. Und die Faerun haben oder sind Sprecher der alten Sprache und besitzen auch eine gewisse Magie. Das heißt, sie können mit Tieren und Pflanzen sprechen. Beziehungsweise irgendwie kommunizieren. Also so richtig sprechen tun sie mit denen nicht, aber sie können auf jeden Fall mit Tieren und Pflanzen kommunizieren. Und Willa ist in ihrem Völkchen die letzte, die diese Waldmagie beherrscht. Und das Ganze, diese ganze Gruppe oder der Clan, die haben sich so ein bisschen in eine andere Richtung entwickelt. Es gibt da zum Beispiel den Padawan, das ist der höchste Boss sozusagen. Und der hat gewisse Yetas ausgebildet, die für ihn Sachen und Dinge sammeln sollen, also wertvolle Sachen meistens. Die irgendwie von den Menschen klauen sollen auch. Und wenn man nicht genug Beute mit nach Hause bringt, wird man auch dementsprechend bestraft. Oh. So. Genau. Und das heißt, dass dieser Clan auch ein bisschen interagiert mit den Menschen. Ne? Und es geht eben um
darum auch, dass die Menschen immer weiter in den Wald vordringen, aber eben die Farren auch zu den Menschen kommen und denen ja auch Dinge stehlen. Und dann geht es eben um diese ganze Dynamik zwischen denen. Es geht vor allem auch darum, wie Willa selbst im Wald überlebt und wie der Clan überlebt und wie es damit weitergeht. Das heißt, es ist so ein Abenteuer für Kinder. Mhm. Ist ab 11 Jahren und ist aber auch für Erwachsene schön zu lesen, finde ich. Auch weil das Setting einfach die ganze Zeit so schön in der Natur spielt und schön. Ich mochte das. Auch beim zweiten. Ich wollte gerade sagen, hören. Du warst ja beim ersten Mal schon begeistert davon. Ja, genau. Aber es ist auf jeden Fall gut, dass ich da jetzt nochmal gehört habe, weil ich wusste wirklich kaum noch was. Das ist ja auch schon lange her. Ja. Ja, so lange aber ja auch nicht. Naja, aber man muss mal überlegen, wie viele Bücher du zwischendurch noch gelesen hast. Das ist wahrscheinlich das Problem. Ja. Genau, und Nathaniel hieß eben einer der Menschen auch. Ah ja, der nicht böse war. Ja. Okay, so, weiter habe ich gemacht mit Calendar Girl, verführt, von Audrey Carlin, bei Ullstein erschienen. Das ist eins der beiden Pick-My-Sub-Bücher, die du vorletzten Monat für mich ausgesucht hast. Und brav wie ich bin, habe ich da natürlich direkt mit angefangen. Moment. Ja, was ist das? Egal. Genau, das ist auf jeden Fall... Wenn man da einmal drauf achtet, nervt es ja schon. Oh, du hast es gelockt. Jetzt kommt dann immer das. Jetzt kringelt es. Jetzt ist es verliebt. Schön. Ja. Also, übersetzt wurde das von Friederike Ailes, Graziella Stern und Christiane Sieper. Und es geht um Mia. Mia braucht ganz, ganz dringend Geld, weil sie die Schulden ihres Vaters begleichen muss, der, weil er sie nicht beglichen hat, von den Typen, denen er das Geld schuldet, verprügelt wurde und im Koma liegt. Und um dieses Geld zusammenzukratzen, hat sie sich entschieden, ein Jahr als Escort Girl zu arbeiten. Und sie geht dann immer für einen Monat zu einem Mann. Und in diesem Buch, Band 1, werden Januar bis März beschrieben und dementsprechend verfolgen wir Mia dabei, wie sie bei 3 Männern jeweils einen Monat Zeit verbringt und ja und das war total. Also ich muss sagen, es war es gab sehr große, sehr schnelle, überstürzte Gefühle für alle Menschen in diesem Buch. Es gab sehr viel Sex. Es war wirklich viel Sex. Und ich fand das alles sehr, sehr plump, ehrlich gesagt. Also mir, ich weiß nicht, also sie hatte am Anfang, bevor sie mit diesem Job angefangen hat, so ganz zu groß gepredigt, sie will sich auf keinen Fall verlieben und sie muss auch nicht mit den Männern schlafen, wenn sie nicht will und sie möchte das eigentlich auch nicht. Und ne, alles, was man sich so vornimmt und dann kommt sie dann zu diesem ersten Typ und der erste Typ ist sofort, wow, und... Ja, das zieht sich so ein bisschen durch und es hat mich tatsächlich ehrlich ein bisschen genervt. Und es war mir alles ein Ticken zu plump und ein Ticken zu erzwungen irgendwie auch. Mhm. Und ja, ich fand es leider nicht so cool. Ich habe ja Band 2, 3 und 4, also das ganze Jahr, noch im Regal stehen, aber ich vermute, ich werde nicht weiterlesen. Also ich fand es nicht scheiße, aber ich habe schon sehr viel schönere gelesen. Ja, schade. Ja. Aber ich habe da irgendwie ein Händchen für bei Pick My Sub, dir rein rauszusuchen, die du dann nicht weiterlesen kannst. Ich hab's doch gut. Weiß ich, sehe ich. Das stimmt. One of Us is Lying fand ich auch ja, doof. Ja, genau. Ja. Ja, das sind aber oft auch so Sachen, die ich schon so lange auf meinem Sub liegen habe. Mhm. Aber dann ist ja auch gut, wenn man da irgendwann mal dran geht und merkt, oh nee, ist doch nicht meins. Ja, dann das stimmt. Das andere Buch, was du mir ausgesucht hattest, habe ich angefangen, aber da bin ich noch gar nicht am Anfang. Das sind ja die Kurzgeschichten. Ja, da kann man, die kann man ja auch wohl bestimmt so zwischendurch mal lesen. Ja. Außerdem haben wir uns ja jetzt auch keine Pflicht auferlegt, dass wir die Bücher unbedingt in dem Monat dann auch lesen müssen. Das stimmt, aber es wäre schon schön. Ja, natürlich, das ist das Ziel. Ja. Aber ich habe das auch nicht geschafft. Ja, ist halt so. Möchtest du vielleicht erstmal weitermachen? Ja. Ich habe nämlich nur noch eins. Ich habe weitergemacht dann mit Das irrationale Vorkommnis der Liebe von Ellie Hazelwood. Das ist bei
Brütten und Löning erschienen. Wieder von Anna, Julia und Christine Strüh übersetzt. Und das ist das zweite Buch von Ellie Hazelwood, das auf Deutsch erschienen ist, nach Die theoretische Unwahrscheinlichkeit von Liebe, das ich ja so super gerne gelesen hatte. Mhm. Und dann hatte ich mir das vorbestellt und habe jetzt auch direkt dazu gegriffen, weil ich diesen Monat ja so total in dieser Liebesgeschichtenstimmung war irgendwie. Und genau. Es geht um die Neurowissenschaftlerin Bee, die am Anfang die Leitung ihres Traumprojekts angeboten bekommt. Mhm. Und das natürlich unbedingt machen will. Die Krux an der Geschichte ist aber, dass sie die Leitung sich zusammen mit ihrem Erzfeind übernehmen muss. Und Levi, ihr Erzfeind, ist, ja, wie sage ich das? Also der kann sie anscheinend schon seit dem Studium irgendwie nicht ausstehen. Immer wenn es darum ging, dass sie zusammenarbeiten sollten, hat er sich dagegen gewehrt und wollte nie mit ihr reden und hat sich immer total komisch und abweisend ihr gegenüber verhalten. Bestimmt, weil er schon von Anfang an Gefühle für sie hat. Nein! Wäre jetzt nur mein bescheidener Tipp so. Genau so was, Jenny. Keine Ahnung, wo das herkommt. Naja. Ich habe es übrigens nicht gelesen. ja. Mehr gibt es eigentlich zum Plot auch nicht so richtig zu sagen. Ich habe das auch wieder sehr gerne gelesen. Ich fand es allerdings ein bisschen sehr vorhersehbar und irgendwie auch schwächer als das andere. Vorhersehbar? Verstehe ich überhaupt nicht. Ich meine, das andere war ja auch irgendwie vorhersehbar. Da wird ja jetzt auch nicht das Rad neu erfunden in diesen Geschichten. Ne? Nein. Und man weiß ja, was da auf einen zukommt. Aber ich weiß nicht, es gibt so eine Storyline, die da so mitläuft. Und da wusste ich direkt von Anfang an, was es soll. Und ich dachte die ganze Zeit, wie blöd bist du eigentlich? Das merkt, das weiß man doch, das checkt man doch. Und es hat mich ein bisschen genervt, dass sie es nicht gecheckt hat die ganze Zeit. ja. Aber ansonsten habe ich sehr gerne gelesen. Es ist eine süße Geschichte. Ich fand es halt nur im Vergleich zu Die theoretische Unwahrscheinlichkeit von Liebe schwächer. Okay. Was aber ja nicht heißt, dass es schlecht ist. Ja. Es kommt ja auch immer nur darauf an, wie die Liebesgeschichten erzählt sind. Dass genau. Das immer wieder das Gleiche ist, ja. Ist doch klar. Ja. Zwei Menschen verlieben sich ineinander. Genau, konnten sich vorher nicht ausstehen. From enemies to lovers. Enemies. Hm. Ich habe immer noch nur ein Buch. Möchtest du noch weitermachen? Ja, okay. Mach ich mit meinem, du bist gerade so drin. Dann mache ich mit Colleen Hoover weiter. Okay. Nur noch ein einziges Mal habe ich gelesen, ist bei dir, oder? Ja, doch. Nur noch ein einziges Mal. Bei DTV erschienen und von Katharina Ganzland übersetzt. Es geht um Lilly, die nach Boston zieht und sich da ein neues Leben aufbaut. Ich wollte nur gucken. Sich ein neues Leben in Boston aufbaut, einen neuen Job und lernt dann Ryle kennen. Ziemlich am Anfang, als sie da hinzieht. Und das ist ein ziemlich toller Typ, in den sie sich verliebt und er sich auch in sie verliebt und sie führen eine tolle Beziehung und irgendwann eines Tages trifft sie auf Atlas, ihre Jugendliebe. Der steht plötzlich vor ihr wieder und tritt wieder in ihr Leben, nachdem die sich viele Jahre nicht gesehen hatten. Und als Ryle das mitkriegt, verändert Ryle sich irgendwie plötzlich und ist plötzlich ein ganz anderer Mensch als der, den Lilly kennengelernt hat und zeigt so eine neue Seite an sich und mehr kann ich auch gar nicht sagen und ich möchte auch nur sagen, wie immer bei Colleen Hoover, checkt eure Triggerwarnungen, bevor ihr das lest. Ich will nicht sagen, worum es geht, weil das halt echt spoilern würde, aber ja, da kommt jetzt auch Band 2 von raus oder ist gerade rausgekommen und ich habe es auf jeden Fall sehr gerne gelesen. Ich fand das total gut. Ich fand die Darstellung dieses Problems, um das es da geht, sehr gut und hat mich sehr berührt. Oh. Sehr schön. Ja. Noch ein erfolgreiches Coho-Buch. Coho-Buch. Ja, ich bin mal gespannt auf Band 2. Möchte ich auf jeden Fall auch noch lesen. So, jetzt aber du mal. Na, okay. Ich muss mal durchatmen. Na, okay, dann mache ich jetzt weiter. Genau, also wie ich gerade schon gesagt habe, Pick My Soup habe ich auch leider nicht beide geschafft, die du mir gesagt hast. Ich war nämlich so gar nicht in Romance-Stimmung und habe deswegen Die Ruhe vor dem Sturm auch nicht angefangen. Von Brittany C. Cherry hatte Jana mir auf Pick My Soup gelegt.
Ja, habe ich nicht geschafft, aber ich habe das andere angefangen und auch beendet. Sehr und gut. Es war Miracle Creek von Angie Kim, übersetzt von Marieke Heimburger und bei Hansa Blau erschienen. Und dieses Buch habe ich von einer lieben Kollegin zugeschickt bekommen, die es vorher schon gelesen hatte. Hier geht es um... Wo fange ich jetzt an? Um eine... Also, Ausgangspunkt ist Miracle Creek. Das ist der Ort, in dem das Ganze spielt. Und es geht um eine HBO-Therapie, wo man quasi unter bestimmten Bedingungen reinen Sauerstoff einatmet, um gewisse Krankheitsbilder oder Dinge zu verbessern. Kann für verschiedene Sachen eingesetzt werden. Unter anderem bei autistischen Kindern. Dadurch soll es denen besser gehen. Und dadurch sollen die Symptome so ein bisschen... Was heißt Symptome? Oder zumindest die... Ich finde das sehr schwer, in Worte zu fassen. Merkt man gar nicht. Nein, aber zum Beispiel gibt es hier einen autistischen Jungen, der ganz oft so vor- und zurückschaukelt. Und das wird halt durch diese HBO-Therapie so ein bisschen besser. Ne? Es gibt auch noch andere Sachen, die hier angesprochen werden, die man bei Autismus auch machen kann, um das irgendwie, ich möchte nicht sagen, um das zu unterdrücken, weil das wieder so negativ klingt, sondern einfach, um die ganze Situation für die Leute ein bisschen besser zu machen. So. Um das zu mildern. Genau. Irgendwie. Ja. Ja. Genau, und irgendwann explodiert diese Druckkammer, in der diese Therapie stattfindet, und zwei Menschen kommen dabei ums Leben. Und zwar einmal ein autistischer Junge, Henry, und die Mutter eines Autisten. Aber eine andere Mutter. Eine andere Mutter, genau. Die gleichzeitig dann auch 5 Kinder hinterlässt. Also die ist Mutter von 5 Kindern und stirbt leider. Und es geht in diesem ganzen Buch jetzt um den Prozess. Die Angeklagte ist Elizabeth, die Mutter von dem autistischen Jungen, weil vermutet wird, dass sie der Situation nicht mehr gewachsen war und ihn loswerden wollte. Darum geht es. Sie ist angeklagt und man kriegt jetzt so als Leser in diesen ganzen Prozess mit. Das Buch ist in die Prozesstage gegliedert und ist auch dann innerhalb dieser Prozesstage nochmal in verschiedene Perspektiven aufgeteilt. Also nämlich sämtliche Perspektiven der Menschen, die in dieser Druckkammer noch anwesend waren und die da auch mit zu tun hatten. Und was das wirklich Clevere hier dran ist, finde ich, dass man im Laufe des Buchs so alle verdächtigt. Ja. Und man nachher überhaupt nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist. Und das aber nachher sehr gut alles wieder zusammengeführt wird. Also es ist schon sehr clever gemacht, finde ich. Was habe ich noch? Interessant fand ich, wie juristische und moralische Sachen als richtig und falsch dargestellt wurden. Also es heißt ja nicht immer, das, was juristisch als richtig und falsch gewertet wird, dass das auch das Moralische richtig und falsch ist. Ne? Mhm. Also ich finde, da klafft so eine Riesenlücke und das wird auch sehr deutlich in diesem Buch, dass man vor Gericht nicht immer, weiß ich nicht, die moralisch richtigen Entscheidungen trifft vielleicht. Vom Erzählstil her zog sich das so ein bisschen für mich zwischendurch, fand ich. Also, kann ich mir vorstellen, ja. Ne, ich habe zwischendurch gedacht, ach so, jetzt dümpelt es wieder so ein bisschen vor sich hin. Da hätte ich vielleicht auch, weiß ich nicht, hätte man vielleicht auch straffen können noch ein bisschen. Mhm. Aber an sich fand ich, war es insgesamt eine sehr gute Geschichte. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein super Highlight für mich war, aber interessant war es auf jeden Fall vom Thema her. Cool. Ich finde, es klingt auf jeden Fall auch echt interessant. Ja. Ja, aber was ich halt nicht erwartet hatte, also ich hatte mehr so ein pures Drama erwartet und es war dann doch mehr so Richtung juristisch-kriminalfallmäßig. Mhm. So war es aufgebaut. Da habe ich irgendwie was anderes erwartet vorher. Ja, kann ich verstehen. Hätte ich, glaube ich, auch. Ja. Ja. Ich hatte, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich das im Video gesagt habe oder ob ich das nur dir gesagt habe. Ich hatte irgendwie gedacht, dass das so ein bisschen in Jodi Picoult-Richtung geht vom Essay her gedacht. Und so. Ja, genau, ist aber nicht so. Ja. Nicht so richtig. Wobei ja doch einige Parallelen da sind, ne? Ja. Dass eben dieser ganze Gerichtsprozess erklärt wird und dann auch aus den verschiedenen Perspektiven und alle nochmal so eine andere Sichtweise auch auf das Ganze geben.
Aber das klang jetzt eher so, als wäre das so wie so eine Anwaltsserie Ja, aufgebaut, genau, ne? fand ich auch, ja, Ja. genau. Muss ja auch nicht schlecht sein. Nö, war auch nicht schlecht, wie Gut. gesagt. Okay, dann mache ich mal weiter. Die nächsten beiden, die ich gelesen habe, hatte ich als E-Books gelesen. Und zwar ist das einmal From Lukov with Love von Mariana Zapata. Lach nicht! Janas Notizen sind einfach nur sehr lustig. Das stimmt, ich habe mir Notizen gemacht und mein Pages hat einfach autokorrekt gemacht bei allen möglichen Sachen. Hier steht. Deswegen steht da jetzt From Luke with Love. Ja. Aber ist auch schön. Auch ein schöner Titel. Aber Luke gibt's nicht in dem Buch. Schade. Lukov. Ivan Lukov, um genau zu sein. Aber egal. Es geht um Eiskunstlauf, was erstmal schon irgendwie ein ziemlich cooles Setting ist, fand ich. Und die Protagonistin heißt Jasmine. Sie ist 26 Jahre alt und ist leidenschaftliche Eiskunstläuferin, war auch früher mal relativ erfolgreich und hat auch ist, oder ist Paarlauf gelaufen, hat Paarlauf gemacht. Hätte ich jetzt auch gesagt. Bin da mit dem Vokabular nicht ganz so vertraut, aber genau, sie ist mit einem Partner zusammen angetreten und so und ist jetzt aber wieder alleine und hat so ein bisschen das Gefühl, dass sich so diese Tür schließt, dass sie die Chance hat, an Wettkämpfen teilzunehmen und Preise zu gewinnen und erfolgreich zu sein und so. Und irgendwann bittet Ivan sie, für ein Jahr seine Partnerin zu sein. Ivan ist ein sehr erfolgreicher Paarläufer, der sehr berühmt und bekannt ist in dieser Szene und der auch in dieser Eishalle trainiert, in der sie immer trainiert. Und die beiden können sich eigentlich aber auch auf den Tod nicht ausstehen irgendwie. Also seit die da beide trainieren, keine Ahnung, necken die sich die ganze Zeit, beleidigen sich gegenseitig und können sich irgendwie nicht ausstehen. Aber jetzt hat er sich von seiner Partnerin getrennt und bittet halt Jasmine, ein Jahr lang seine Partnerin zu sein, um eben an Wettkämpfen teilzunehmen. Und ja, was dann passiert, konnte sich wahrscheinlich auch jeder denken, aber es war irgendwie eine total süße Geschichte, fand ich. Ich mochte halt, wie gesagt, dieses Eiskunstlauf-Setting total gerne und das war eine tolle Stimmung und ich hatte auch das Gefühl, dass die ganzen Nebencharaktere, die so auftauchen, sehr schön gezeichnet sind und irgendwie sehr detailliert und sehr in die Tiefe gegangen sind und es war ein richtig angenehmes Buch. Ganz schöne Stimmung hat das in mir Schön. ausgelöst. Ja, Eiskunstlauf, Ja. tanzen und so. Oh, ich liebe sowas Genau, ja auch. ja, ich auch. Ja. Schön, das klingt gut. Ja, war auch sehr schön. Ja. Ach, ich muss auch noch mal wieder irgendwie Tanzfilme gucken oder irgendwas darüber lesen. Ich mag das Setting so. Ich auch. Herrlich. Herrlich. Genau, so, das letzte Buch, was ich gelesen habe, war auch ein Colleen Hoover-Buch, das ich zufällig bei Kindle Unlimited gesehen hatte. Und da Da dachte steht ich, übrigens coolen Hoover. coolen Hoover, also von coolen Hoover habe ich Zurück ins Leben geliebt gelesen. Das hat auch Katharina Ganzland übersetzt, ist auch bei DTV erschienen. Und es geht um Tate, die zum Studium nach San Francisco zieht, zu ihrem Bruder, der Pilot ist und oft nicht zu Hause, weil er Pilot ist. Und genau, sie zieht also bei ihrem Bruder ein und trifft eigentlich beim Einzug schon auf dessen Freund Miles, der gegenüber wohnt in der Wohnung und auch Pilot ist und ein ziemlich grummliger, stiller Typ. Die besten Voraussetzungen. Ach so, ich dachte, du lachst, weil hier gruseliger Ach steht. so, nee, aber. Er ist gruselig, grummelig und still. Und ja, der hat offensichtlich so sein Päckchen zu tragen. Und ja, natürlich ist es aber so, dass Tate total auf ihn fliegt und direkt irgendwie welche Knie kriegt und nicht mehr aufhören kann, an ihn zu denken und so. Aber er sagt irgendwie, ja, ich habe die letzten 6 Jahre keine Frau angefasst und das ist alles so, die Vibes halte ich bloß von mir fern. Aber das kann sie natürlich nicht. Darum geht's. Und auch hier möchte ich nochmal sagen, check die Triggerwarnung, weil es auch hier sensible Themen sind, die da behandelt werden, die vielleicht die ein oder andere triggern könnten. Aber Aber ist ja bei Colleen Hoover immer so, genau, oder? ist immer so. Aber trotzdem möchte ich hier diese Guter Verantwortung. Hinweis. Genau. Ja. Ja. Hat mir auf jeden Fall auch sehr Spaß gemacht und ich habe es auch gerne gelesen. Nicht so gerne wie nur noch ein einziges Mal, aber.
Sehr schön. Sehr schön. Ein erfolgreicher Liebesmonat. Ich wollte gerade sagen, mir. Das war viel Romance. Reicht doch jetzt erstmal wieder. Ja. Ich brauche jetzt nochmal wieder ein bisschen Fantasy. Dass du immer so viel an einem Stück davon lesen kannst, finde ich ja Wahnsinn. Ja, ich habe dann so... Hast du Phasen? Ja, und dann muss ich das auch alles ganz schnell konsumieren. Okay. Und dann habe ich das auch schnell wieder über. Ich auch, noch schneller, nämlich nach einem Buch meistens. Ja, ich nicht. Was anderes. Für mich dauert das noch ein bisschen länger. Ein Hoch auf Kindle Unlimited, wo man unbegrenzten Zugriff auf solche Geschichten haben kann. Ja. Wie ist denn das bei euch so? Lest ihr wild durcheinander oder habt ihr auch so Phasen wie Jana und lest dann, keine Ahnung, einen ganzen Monat 6 Fantasy-Bücher oder 6 Romance-Bücher oder so? Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, ja. Würde mich mal interessieren. Ja, mich auch. Wenn ihr so manisch seid wie ich. Ja, und ansonsten sagt uns einfach mal, wie euer Lesemonat Oktober gelaufen ist. Ob erfolgreich, so wie Janas, oder so semi-erfolgreich wie meiner. Ja, war doch gut. 2 Bücher. Ja, findest du? Ja. Fand das sehr wenig. Aber es lag ja auch mit daran, dass ich auf 2 Messen unterwegs war im Oktober. Und da liest man einfach auch nicht. Nein. Gott sei Dank durften wir auf der Buchmesse keine Bücher kaufen. Ja, das wäre in die Hose gegangen. Das wäre teuer geworden, der Koffer wäre sehr schwer geworden. Und wir hätten uns totgeschleppt. Boah, ja. Gut, dass man das nicht konnte. Ja. Vom Wochenende. War jemand von euch auch auf der Buchmesse? Wir haben die Bookfriends getroffen. Genau. Hallo. Ja. Anja und Maike, genau, das genau. War sehr schön. Das war total cool. Ich stand da so und dachte, Jenny, da sind die Bookfriends. Ja, und dann war ich aber noch überrascht, dann sind wir zu den beiden hin und die haben uns erkannt. So was? Ach, ich bin ein bisschen geehrt. Ja, schon. Das war auf jeden Fall richtig schön. Ja. Die sind im realen Leben genauso sympathisch wie hinter der Kamera. Auf jeden Fall. Ja. Genau. Wart ihr auch da? Habt ihr uns vielleicht gesehen und beobachtet? Aus der Ferne drauf gezeigt. Ja. Guck mal, da sind die. Stimmt nicht. Wir wurden auf jeden Fall nicht angesprochen. Nein. Nein. Soweit ist noch nicht. Nein. Vielleicht nächstes Jahr oder so. Hm. Wobei ich das ja auch irgendwie ein bisschen eine verrückte Vorstellung finde. Genau. Ja. Erzählt doch mal auf jeden Fall. Wir würden uns freuen. Genau. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann. Bis dann. Ciao. Tschüssikowski. Oh Gott. Tschüsseldorf.